Stellar Blades erstes DLC, Nier Automata, ist jetzt endlich draußen. In diesem Video siehst du, wie du es runterlädst, was du machen musst, wo du hin musst und was du alles kaufen kannst. Und damit ein wunderschönen, ihr Lieben, der Daniel mal wieder am Start. Schön, dass du eingeschaltet hast, heute zu einem weiteren Stellar Blade Video. Ja, liebe Leute, das neue Nier DLC ist pünktlich um 0:01 Uhr released worden. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du es runterlädst, ist eigentlich ganz easy. Ja, du musst es nur im Hauptmenü suchen, beziehungsweise kannst wahrscheinlich jetzt auch im PlayStation Store danach suchen. Und dann gehst du einfach in-game. Vorweg, es ist kein Missions-DLC. Es sind lediglich Cosmetics. Ob diese 10 Euro wert sind, musst du da draußen wissen, ja. Ich hätte sie mir wahrscheinlich privat jetzt nicht geholt, sondern eben nur für euch zum Herzeigen, ja. Wenn es jetzt eine Mission gewesen wäre, dann hätte ich es mir selbst geholt. Aber es sind wirklich nur Cosmetics. Also Leute, passt auf, ihr müsst hier einmal in die große Wüste. Es gibt noch einen zweiten Ort im Ödland, da weiß ich aber nicht, wo der ist, ja. Ich weiß, wo er hier in der großen Wüste ist und den könnt ihr auch hier euch reinziehen. Das ist egal, welcher Ort das ist, soweit ich weiß, gibt es keine unterschiedlichen Sachen vom Emil, ja. So, ihr seid hier bei diesem Lager, ja, da wo dieser ekelhafte Bossfight gegen Behemoth war. Bisschen darunter, da ist so ein Versorgungslager. Das müsst ihr aktivieren, liebe Freunde. Ja, und so sieht das Ding dann aus. Ja, das fährt ganz schnell rum. Das heißt, wenn das wegfährt, keine Sorge, lauft nicht nach, spart euch die Zeit. Seid nicht so bescheuert wie ich. Ihr könnt euch das gerne im Livestream anschauen von mir. War echt witzig. Und geht einfach zu diesem Lager hin. Ich zeige euch das gleich nochmal, ja. So, ihr geht zu diesem Lager hin und dann könnt ihr es neu aktivieren. Aber das zeigt euch der Zukunfts-Daniel. Okay, nee, wir müssen nichts mehr runterladen. Wie gesagt, einfach ins Hauptmenü vom Spiel gehen. Ja, dann könnt ihr hier unten auf Nier klicken. Dann kommt ihr hier ins Store und dann seid ihr drin. Und so habt ihr das Nier DLC. So, da haben wir Emil Shop. Eine seltsame dreirädrige Gestalt, die sich Emil nennt, hat einen Handel vorgeschlagen. Bring ihm Sterntränen und im Gegenzug bietet er dir eine ganze Reihe von Gegenständen an, die in dieser Welt nicht zu finden sind. So, Emil Shop, als Beweis für das Vorhaben hat er dir seltsame dreirädrige, hat dir die seltsame dreirädrige Gestalt die Orte mitgeteilt, an denen sie bereits Sterntränen gefunden hat. Wirf einen Blick in deine Datenbank, um diese Sterntränen zu finden. Okay. Ja. Okay. Okay. Ups. Kampfaugenbinde. Ach, das Spot-Paket, okay. Ja, Uniform 2. Alter. Okay. Ich habe die Kopfbedeckung. Für Adam. Ein Outfit für die Lilly. Naja. Schon ein recht langweiliges Outfit für die Lilly. Oh yes. Oh yes. Mizi. Hallo Mizi. Alter, ich freue mich auf diese Frisur. Da freue ich mich drauf, Leute. Auf diese Frisur freue ich mich richtig. Aber könnte man die noch ein... Also sonst liebe ich solche langen Frisuren. Aber in dem Fall hätte ich sie ein bisschen kürzer. Bloß ein bisschen. Okay, das war das neue Nier DLC, Leute. Kurz und knapp gehalten, wie immer, liebe Freunde. Bei mir seht ihr es zuerst. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich da mache in dem Game. Aber ja, ich zeige es nochmal auf der Karte für die, die es interessiert. Wir sind in der großen Wüste bei diesem Lager, ja. Da, wo ihr diesen ekelhaften scheiß Bossfight habt, wo ihr die Kara suchen sollt. Da ist so ein Lager. Und dieses Lager... Ich schätze mal, wenn ihr das aktiviert, triggert das eben dieses Emil-Ding, was da fährt. Wenn es euch davon fährt, geht einfach zurück, ja, setzt euch hin, ruht euch aus und dann fährt das Ding wieder an euch vorbei.
Ja, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, dass ihr wirklich wisst, was ihr machen müsst. Ja, dann wartet er ungefähr hier und da kommt er. Ja, und dann einfach kaputt hauen. Wenn er das nicht schafft, habt ihr kein Problem, lauft dem nicht nach, ja. Spawnt ihn einfach nochmal. Spawnt ihn einfach nochmal. Geht da wieder her, hockt euch hin. Dann wartet er, bis das Ganze hier wieder resettet wurde. Dann könnt ihr wieder hingehen und dann könnt ihr warten. Ihr könnt wahrscheinlich auch drauf schießen, ja. Beziehungsweise, was heißt könnt? Ich zeige euch das jetzt natürlich. So, habt ihr gesehen? So habt ihr Emil aufgehalten und jetzt könnt ihr mit Emil reden. Ja. Dann könnt ihr eben diese ganzen Sachen hier kaufen. Aber ihr müsst natürlich zuerst die Tränen fangen, beziehungsweise finden. Keine Ahnung, wo man die herbekommt. Aber das schauen wir natürlich auch noch ganz kurz. Und zwar haben wir Locations bekommen, wo angeblich eine Träne markiert ist. Datenbank. Sterntränen. Da haben wir hier Ödland. Ah, und da sehen wir, wo die Dinger sind. Ach, da schau an. Okay. Okay. Hier, 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 hier. Hier waren wir doch vorhin oben, verdammt. Tja, die Location, wo die Tränen sind, verrät euch dieser E-Mail sogar, ja? Und wenn ihr auf eure Datenbank geht, dann könnt ihr jetzt hier unten Sterntränen anschauen. Und hier seht ihr im Ödland und in der großen Wüste Locations, ja? Die zeigen euch ein Bild. Und bei diesem Bild habt ihr immer diese Tränen. Dieses Ding hier ist gleich bei uns in der Nähe. Und das werden wir uns dann gleich anschauen, ja. Ihr könnt euch immer anhand der Bilder ungefähr ein Bild machen, pun intended. Ey Leute, und schreibt's unbedingt in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich euch die Locations auch noch zeige in einem extra Video oder Livestream, ja, dann werde ich das machen. Aber tatsächlich nur auf Anfrage, wenn es genug Leute wollen. Deswegen, wenn du das willst, schreib's in die Kommentare. Like auch die anderen Kommentare, die das schreiben, ja. Weil umso mehr Leute schreiben und umso mehr Upvotes die haben, umso eher weiß ich, okay, pass auf, das ist der Aufwand definitiv wert, weil ich habe aktuell so viele Projekte am Laufen, deswegen kann ich das nicht einfach so dazwischen schieben. Deswegen, wenn ihr das unbedingt wollt und genug Leute zuschauen bzw. das fordern, dann werde ich mir dem annehmen, also in die Kommentare damit. Und wenn du natürlich wissen willst, wo die ganzen Locations sind, habe ich ein extra Video dafür für die große Wüste. Und wenn natürlich noch genug Leute sagen, yo, hey, die wollen fürs Ödland auch, dann mache ich auch fürs Ödland. Aber das müsst ihr mich natürlich in den Kommentaren wissen lassen. Deswegen, in diesem Video siehst du nicht die Location, sondern nur, was es alles gibt. Wie das Outfit aussieht, wenn man es kauft. Und wie das Ganze mit dem DLC allgemein funktioniert, sodass du komplett informiert bist und das Video clean bleibt. Deswegen, im nächsten Video siehst du dann die ganzen Locations. Das war's, liebe Freunde. Ne? Das könnt ihr selber auch im Game sehen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, lasst natürlich eine Bewertung für dieses Video da, natürlich kommentieren. Wie findet ihr die Outfits? Seid ihr allgemein eher enttäuscht oder seid ihr hyped oder denkt ihr euch, schon cool, aber warum keine Mission etc. pp. Schreibt es in die Kommentare und natürlich, wenn du nicht hast, abonnieren und das Glöckchen aktivieren, dann bekommst du mit, wenn wir live gehen oder ein neues Video rausfetzen. Und damit wünsche ich noch einen wunderschönen Nachttag. Was sonst bei euch hier ist, haut rein, bleibt anständig und wir rollen ins Outro.